Hallo, ich heiße Adam Akirbas und das ist meine Podcast-Identitätskrise. Das ist jetzt die 16. Folge in diesem Podcast. 16 Stunden lang rede ich jetzt schon über die Zustände meiner Kindheit, über Erinnerungsfetzen, über das, was mir geschehen ist. Heute ist der 30. November 2022. Es ist ein fast ja, 3 Jahrzehnte fast, 2,5, 3 Jahrzehnte. Davor hat das angefangen. Davor wenden wir uns in 16 Stunden lang oder 15 Stunden lang haben wir bis jetzt schon darüber gesprochen, was da alles geschehen ist, was alles falsch gelaufen ist. Und heute will ich auch über einen eigentlich sehr wichtigen oder über die wichtigsten Ereignisse sprechen. Das ist vor allem mit 17, 18 dann geschehen an der Handelsschule in Zell am See. Also ich war damals, wie gesagt, also ich hatte mir nicht viel vorgenommen in der Schule. Also ich hatte nicht so gedacht, dass ich irgendwann etwas erreichen werden würde. Ich bin zwar Handelsschule gegangen, aber schlussendlich war ja auch irgendwie der Glaube, naja, oder es war alles damals sehr schwierig. Also das war noch damals, das war 2006, also ich habe die Handelsschule 2006 abgeschlossen und damals war das noch eine andere Zeit, also mit den Bewerbungen und alles, also das war noch vor diesen Internet-E-Mail-Bewerbungen und damals waren eben Bewerbungen noch sehr teuer, du musstest damals diese 3 bis 4 Euro kostenden Bewerbungsmappen kaufen und dann alles ausdrucken und für diesen Ausdruck gutes spezielles Papier verwenden und dergleichen. Also so eine Bewerbung, eine einzige Bewerbung in einem Unternehmen, das hat dich damals ja, doch schon so 10 Euro schon so gekostet. Also wenn du alles mitberechnet hast, also auch die Tinte, das Papier von deinem Drucker alles mitberechnet hast, 10 Euro hat dich das schon gekostet pro Bewerbung und normalerweise hast du da schon, naja, so ich würde mal sagen, 40 bis 50 Bewerbungen geschrieben. Ich habe nicht so viel geschrieben, aber nichtsdestotrotz, also das war damals eben die Zeit, später ist dann mit diesen ganzen Internet-Bewerbungen ist dann die Sache einfacher geworden, vor allem mit diesen E-Mail-Bewerbungen. Heute ladest du alles hoch, aber du schreibst alles auf dem Computer. Das Einzige, was dich da vielleicht das kostet, ist der Strom und der Internetzugang. Also vieles hat sich verändert, vieles ist bequemer geworden. Und damals, wie ich eben in der dritten Handelsschule war, also ich war so geistig auf die Arbeitswelt so gar nicht vorbereitet gewesen. Also ich habe mir so gedacht, naja, was wollen die alle von mir? Und wie werde ich da arbeiten oder wo werde ich arbeiten? Ich hatte mir darüber noch wenig Gedanken gemacht. Das war nicht klug und dergleichen, das habe ich schon gewusst, aber so arbeiten oder was werde ich machen, das waren alles so Sachen, die weit in der Entfernung waren und ich habe mir generell immer sehr spät darüber Gedanken so gemacht und irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, mein Leben, das war irgendwie noch nicht vollkommen, es war noch nicht fertig irgendwie und ich wusste auch nicht, was ich so richtig anfangen mit meinem Leben anfangen wollte. Ich habe mich zwar bei einigen Stellen beworben und wie erwarten habe ich da nichts zurückbekommen. Später habe ich dann erfahren, warum ich da nicht angenommen werde, warum es für mich persönlich, nicht nur weil ich Ausländer bin, sondern auch dadurch, was vorgefallen war, weil viele Leute im Ort oder in anderen Orten scheinbar wissen, was geschehen ist, wer wo irgendwie verwickelt war und dergleichen, was in meiner Kindheit geschehen ist. Und da wollten viele Leute nichts damit zu tun haben. Und das war der Grund, warum man mich in einigen Berufen einfach nicht genommen hat oder mich nicht dort haben wollte,
was wiederum auch bestätigt, also dass sehr viele Leute davon gewusst haben, was da alles vor sich ging und was da alles geschieht dort oder geschah damals in der Schule. Leute reden und am Land redet man, kennt man sich einander. Und trotzdem haben so viele davon gewusst und trotzdem ist das eben so fortgesetzt worden. Und in der dritten Handelsschule, ich war dann 18 Jahre alt geworden. Ja, 18 Jahre alt ist, es ist nur eine Zahl. 18 ist wirklich nur eine Zahl. Ganz besonders, wenn du noch nicht den Führerschein hast, wenn du noch kein Auto hast, dann ist 18 wirklich nur eine Zahl. Erst mit dem Auto, erst mit dem Führerschein kommt eine richtige Veränderung. Und die ist auch später gekommen, also mit dem Führerschein, den ich dann im Sommer gemacht hatte, da war wirklich, dann beginnt das Leben, wenn man so will, aber mit 18, davor 18 ist wirklich nur so eine Zahl, das heißt nichts oder vielleicht, wenn man studieren geht, dann beginnt vielleicht ein neuer Lebensabschnitt, ja, das ist schon klar mit dem Studieren nach der Schule. Vor allem, wenn man in eine fremde Stadt geht, wenn man einmal das häusliche Nest verlässt, dann beginnt ein neuer Abschnitt in deinem Leben. Aber damals eben mit der Handelsschule, ich hatte ja keine Matura, kein Abi. Das bedeutet in Österreich, du darfst nicht studieren oder du musstest eine zusätzliche Prüfung machen, zusätzliche Qualifikation machen, dafür, dass du studieren darfst. Und ich habe damals noch gar nicht an Studieren so gedacht. Immer Schule war irgendwie so, ja, es ist eben nicht anders gegangen. Arbeiten, naja, das habe ich mehr schlecht als recht getan. Und in meinem Umfeld war auch mein Vater dann schlussendlich hat dann mir eine Arbeit besorgt, eben in seinem Sägewerk dort, wo ich dann auch mich begonnen habe, umzudenken und auch mein Denken irgendwie auch sich verändert hat. Aber so war ungefähr so, bin ich in das letzte Jahr der Handelsschule gestartet, weil die Handelsschule hat nur 3 Jahre. Danach bist du abgeschlossen. Du hast halt so einen Handelsschulabschluss, der heutzutage wirklich nichts mehr wert ist. Damals war auch schon nicht viel wert. Damals hat man auch schon gesagt, der Handelsschulabschluss, der ist etwas mehr wie die Lehre, aber weniger wie die Matura. Am Ende kommt es wirklich auf die Beziehungen an. Und die waren ja wichtig. Also ohne diese Beziehungen bekommt man einfach nicht diese Arbeiten in Österreich. Ganz besonders, also in Österreich brauchst du schon, wenn du Abteilungsleiter werden willst, das Parteibuch und am Land eben diese Bürojobs und was anderes ist ja nicht gegangen, weil die Handelsschule war eben eine Schule oder ist eben eine Schule, die eben auf das Büro aufgebaut ist, und was anderes kannst du dann eigentlich auch nicht machen. Und das ist eben nicht gegangen. Was anderes ist nicht gegangen. Und diese Bürojobs, die waren sehr selten und sind sehr selten und ganz besonders am Land und die bekommt man eben meistens nur durch Beziehungen. Und ich habe da eben keine Beziehungen oder sonst dergleichen gehabt. Also ja, ich habe wenige Freunde gehabt, meine Familie, die waren mit Verwandten bekannt. Nur da war ein Spannungsverhältnis, das habe ich später auch begriffen. Das habe ich immer schon gewusst, also das mit den Verwandten, da gibt es Spannungen zwischen meinen Eltern und deren Geschwistern. Später habe ich dann auch erfahren, warum, weil es sind nicht wirklich deren Geschwister, also das ist ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Mein Großvater väterlicherseits sowie mütterlicherseits, meine Großeltern, mütterlicherseits sowie väterlicherseits, die konnten beide keine Kinder bekommen und haben dann von verschiedenen Menschen deren Kinder adoptiert. Und das wussten wir aber nicht. Also die haben das mit ins Grab mitgenommen, dieses Geheimnis. Und erst später haben wir darüber eigentlich erfahren und das durch Zufall, nämlich durch ein DNA
Test, wo wir dann begriffen haben, naja, wir sind eigentlich nicht miteinander verwandt. Und das war zur großen Überraschung aller. Also meine Eltern, ja, die waren, sind seit 2012 tot. Die haben das noch nicht erlebt, aber danach, also die anderen Verwandten, die anderen Familienmitglieder, das kam zu deren Überraschung. Also das haben die nicht gewusst. Einige haben es etwas geahnt, weil Leute reden, aber sonst im Großen und Ganzen hat das niemand gewusst, dass man eben da adoptiert worden ist. Naja, das ist auch schwierig zu wissen. Meine Eltern haben auch nicht gewusst, dass zwei ihrer Kinder gar nicht mit ihnen biologisch verwandt sind, sondern im Krankenhaus einfach ihnen vertauscht worden sind. Ich habe dann später erfahren, und das war das Gemeine eben und das Widerwärtige, dass man meinem Vater hat man erzählt, dass scheinbar ich nicht sein Sohn wäre. Also, dass ich bei der Geburt gestorben wäre und dass ich nicht sein Sohn wäre. Das habe ich später erfahren, Jahre später erfahren. Also das hat man meinem Vater über mich dann erzählt und der hat es dann irgendwie hingenommen. Der hat das hingenommen. Ich hab das, naja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das irgendwie gemerkt. Also das Verhältnis zwischen mir und meinem Vater, das war immer schon etwas mit Spannungen behaftet. Und die Tatsache, dass ich sein einziger Sohn war, oder auch, das macht die Sache jetzt auch nicht irgendwie anders, wenn man so will, oder macht die Sache schwierig, aber damals eben, als wir zusammen waren, zusammen so gelebt haben, war das Verhältnis schwierig und ich habe immer das Gefühl gehabt und nicht nur das Gefühl, das war auch sehr offensichtlich, dass mein Vater meinen älteren Adoptivbruder, den er für seinen eigenen Sohn hielt, dass er den immer bevorzugt hatte. Und der Grund, warum eben die Leute erzählt, meinem Vater diese Lüge aufgetischt haben, dass ich nicht sein Sohn war, war eben, dass man dann meinen Vater eher dazu bringen würde, mich aufzugeben. Vor allem diese Leute, die waren erpicht darauf, mich zu töten und zu beseitigen. Ich habe das später erfahren, eben der Grund war einiges. Oder der Grund war auch da, was da eben in meiner Kindheit so geschehen war, dass man da immer noch versucht hat, da einen Mantel darüber zu decken oder einen Schleier darüber zu heften, damit man das alles vergessen lässt. Das hat man schon so gemerkt, wenn man so will. Und diese Spannungs Verhältnis, diese Spannungen zwischen mir und meinem Vater, die waren da. Und ich habe auch nicht gewusst, oder ich weiß auch nicht, wie lange der das mit sich herumgetragen hat. Also dieses Wissen, dass ich nicht sein Sohn wäre. Schlussendlich haben aber meine Mama hat dann später, also das war kurz vor ja, einige Monate vor ihrem Tod, hat sich dann schon erfahren auch, das war Jahre eigentlich, ja, das war eh dann in der Handelsschule, in der Handelsschule hat sie dann erfahren, dass eben mein Adoptivbruder sowie meine Adoptivschwester gar nicht mit ihnen verwandt sind, gar nicht ihr Kind ist. Meine Mama hat das erfahren, also, und trotzdem hat sie da Größe gezeigt und hat eben diese Kinder adoptiert, wenn man so will, im hohen Alter noch. Also sie hat dann mit ihren Frieden damit gemacht. Und wobei bei meiner Schwester muss man auch sagen, bei meiner Adoptivschwester, sie hat auch noch einen Zwilling. Und eben die, ja, die haben, es war schwierig eben und ich kann mich auch eben etwas an diese Unterredung mit meinem Mama erinnern. Und da hab ich dann auch zum ersten Mal erfahren, dass sie auch davon gesprochen hat, dass sie ein Kind geboren hatte, eben noch eine Tochter geboren hatte, da was vor mir kam. Und dass man ihr, meiner Mama, gesagt hätte, dass sie gestorben sei, das
Kind gestorben sei. Und ich wusste nichts davon. Das war auch das erste Mal, wo ich dann davon erfahren habe. Und ja, es war alles irgendwie, kam dann zusammen. Also mit 17, 18 habe ich dann zum ersten Mal begriffen, was um mich herum so geschieht. Wie gesagt, also da war wieder, du hast ja alles vergessen gehabt. Ich habe alles vergessen gehabt. Die haben mich ja jahrelang unter dieser Droge gehalten. Und nicht nur mich, sondern auch andere Familienmitglieder. Eben diese Droge, was dich vergessen lässt, was deine Erinnerungen auslöscht. Ich war jahrelang unter dem Einfluss dieser Droge und dann auf einmal mit 17, 18 wirkt es nicht mehr. Oder hat die Wirkung nachgelassen, ich weiß es nicht. Und eben dann beginnt das alles und dann, ich habe mich zwar nicht erinnert, aber es war irgendwie so ein Gefühl, also ich habe mich an etwas erinnert, ich habe mich an das später dann anders, was in der Volksschule St. Georgen da geschehen ist mit diesem rothaarigen Mädchen, an das habe ich mich kurz erinnert. Aber ich konnte es nicht mehr einordnen, wo, wann und wie das alles geschehen war. Also es war schwierig, es war mühsam, es war hoffnungslos, wenn man so will, daraus schlau zu werden oder da das alles irgendwie zusammenzufügen, was da geschieht, was da in meinem Kopf vorläuft, diese Erinnerungen, die dann mühsam Jahre gebraucht habe, die dann mühsam zusammenzufügen, und ich habe es ja bis zum heutigen Tag noch nicht geschafft, also diese Strukturen oder es in einen Zusammenhang zu bringen, all das, was da geschehen ist, es sind ja bis zum heutigen Tag immer noch Erinnerungsfetzen mir geblieben. Und eben damals war das so, damals eben in die letzte Klasse der Handelsschule, ja, ich habe mich wenig auf das Leben vorbereitet gehabt, habe eigentlich gar nicht so vom Leben so gewusst, und dann beginnt auf einmal, das beginnt schon im Schuljahr, schon gleich am Beginn gibt schon Spannungen in der dritten Handelsschule, in der dritten Klasse der Handelsschule. Da sind Lehrer, zwei Lehrer, der eine ist Bertolt Posch und der andere ist eben dieser Harald Eder. Beide verwenden falsche Identitäten. Dieser Harald Eder war sogar ein verurteilter Pädophiler, und die verwenden dort alle falsche Identitäten. Und es war ja nicht nur so, dass man diese Identitäten, dass die von selber hergekommen sind und da etwas behauptet haben. Es war da auf der Homepage, hat man von denen Fotos gesehen, also mit deren falschen Namen. Man hat auch so immer wieder, also es hat eine Feier gegeben, oder das war in der dritten Klasse der Handelsschule, hatte es so eine Art, und dort hat sich eben die Handelsschule und die Handelsakademie der Öffentlichkeit präsentiert, und da wurden eben Lehrer vorgestellt, ehemalige Lehrer, die dort eben an die Schule gegangen waren, und da war auch, einige Lehrer wurden als Absolventen dieser Schule angeführt. Später hat sich herausgestellt, das stimmt alles gar nicht. Also das war alles falsch, was die gemacht haben. Und da wurde falsche Propaganda betrieben. Also es wurde wirklich willentlich und wissentlich die Öffentlichkeit hinters Licht geführt. Und eben dann beginnt eben dieses Schuljahr, und dann merkt man so, dass der Bertolt Posch und dieser Harald Eder, dass die reden immer über irgendetwas, die schauen mich an, starren mich an, reden über irgendetwas, und das anscheinend über eine Verhandlung, es ist irgendwas geschehen. Also ich habe mir Jahre später, habe ich dann das irgendwie zusammengefügt oder zusammengetan, und meines Wissens ist da irgendwas geschehen mit dem Jungen, der eben da in meiner Kindheit meine Identität übernommen hatte, dieser Alexandre D., dieser Serbe mit Ägypten,
griechischen Wurzeln, der seine eigene Mutter vergewaltigt hat. Und dieser Junge hat scheinbar, weil das war ein Vergewaltiger und ein Pädophiler, und der hat ja damals in dem Gerichtsverfahren gegen die Eva Lechner ausgesagt, dass er nur von der Eva Lechner missbraucht worden war. Natürlich, das ist, wenn man so will, es gibt Evidenzen, hat es ja gegeben, es hat Videos gegeben, es hat genug Videos gegeben und dergleichen. Und wie gesagt, und die haben eben seine Zeugenaussage genommen, während meine Zeugenaussage, die wirklich, und dieser Alexandre D. hat sich als mich ausgegeben. Also das ist sehr wichtig. Also er hat sich nicht in oder mit seinem eigenen Namen die Aussage gemacht, sondern er hat sich als mich ausgegeben, als Adam Kirbas ausgegeben, und hat dann vor Gericht oder sonst irgendwo hat dann eben diese Aussage gemacht, dass er von der Eva Lechner missbraucht worden war. Später hat es dann das Gerücht gegeben, dass das alles gelogen war, weil es haben auch Leute gesprochen, also wie die als einige erfahren haben, weiß ich nicht, aber später hat es dann eben, das habe ich eigentlich auch noch erlebt, eigentlich auch in der Handelsschule noch erlebt und auch später in der Arbeit. Leute haben darüber gewusst, was dort geschah, und es hat dann immer so geheißen, ja, da hat es eine falsche Aussage gegeben, das stimmt so gar nicht. Naja, was so im Grunde auch, naja, der Wahrheit entspricht, denn dieser Alexandre D., der hat ja nichts erlebt gehabt. Der war ja nicht das Opfer oder das Kind, das missbraucht worden war. Und seine Aussage war ja nicht gültig oder ist ja nicht gültig, wenn man so will. Aber aufgrund dessen wurde eben Eva Lechner verurteilt. Teilt nur, das war alles natürlich fake, weil da waren viel mehr Leute drin. Ja. Die haben halt nur einen Sündenbock gebraucht. Die Eva Lechner hat die Strafe selbst auf sich genommen. Ich meine, diese Pädophilenmafia, die hat sehr viel Macht und die kann auch die Leute sehr, sehr dazu zwingen, diese Sachen auch zu akzeptieren und dergleichen. Und da war eben, irgendwas war da, also dieser Alexandre D., der hat ja nicht nur einmal, sondern mehrmals, glaube ich, jemand da missbraucht oder vergewaltigt, weil der war ja Gewichtheber, der war Ge Gewichtheber und sogar beim österreichischen Sportverein oder sowas, so berühmt, so bekannt. Und der hat eben immer noch meine Identität verwendet. Und dann, wo es dann eben zu dieser Vergewaltigung gekommen ist, wollte er, so wie in früheren Zeiten, wiederum meine Identität verwenden, mich als Schuldiger darstellen und dann freikommen. Dass er später immer und immer wieder versucht, also dass er da in Wien dann versucht, also dieser Alexandre D., der wurde sogar nach Wien absichtlich versetzt, also im Gefängnis versetzt, so dass er eben mich anschwärzen konnte und kann. Und der ist ja bis zum heutigen Tag behauptet ja er, dass er der wirkliche Adam Kirbas sei und dergleichen. Und er erhält auch sehr viel Unterstützung von staatlicher Seite, vom österreichischen Staat. Und er ist auch nicht der Einzige. Es gibt ja sehr viele. Ich weiß das, weil ich vor Weihnachten, einige Jahre vor Weihnachten, ins Gefängnis eingesperrt worden war, ohne Grund, und auch vor einigen Jahren wieder ins Gefängnis eingesperrt habe worden war, bin ohne Grund, und dort in diesem Gefängnis begegnen mir diese Leute, die alle meine Identität haben, stehlen wollen. Ich meine, das ist österreichischer Scherz, das ist österreichischer Humor. Ich weiß nicht, was daran witzig ist, da in eine Zelle gesperrt zu werden mit Vergewaltigern, mit Pädophilen, aber das ist Österreich. Und dieser Alexandre D., der wollte ja mich auch vergewaltigen. Und er hat es einige Male versucht und ich habe mich zur Wehr
gesetzt. Und der wurde auch später, wie er dann aus dem Gefängnis entlassen worden war, weil auch solche Leute werden an Wochenenden auf die Gesellschaft entlassen oder freigelassen. Und der wurde nicht nur auf mich angesetzt, sondern auch auf meine Kinder angesetzt. Also, das ist eine, es ist, es ist, das ist das, was auch da geschieht in Österreich und was einen auch dann, naja, was auch sehr angsteinflößend ist. Ja, diese Leute, die können da vom Gefängnis alle freigelassen werden. Die können dann deine Familien heimsuchen, die können dann in deine Nähe kommen, die können dann in der Nähe deiner Kinder sein und dergleichen. Und das ist schon etwas, was dann Angst macht, einem Angst macht. Und was auch mir Angst gemacht hat, weil dieser Alexandre, der ist ja bis nach Türkei in meine Wohnung hier in das Haus meiner Eltern gekommen, eingebrochen. Und auch nur mit dem Grund, um meine Identität zu stellen. Also wie so jemand reisen kann, wie so jemand eben, der eigentlich ins Gefängnis gehört, der eigentlich ein gefährlicher Vergewaltiger und Pädophiler ist, warum so jemand freigelassen wird. Naja, das ist, und das hat eigentlich nur dann aufgehört, nachdem man ihm den Penis abgeschnitten hat. Also das war dann, was schlussendlich dazu Frieden gebracht hat, den Menschen Frieden gebracht hat, denn er hat ja sehr viele Frauen vergewaltigt und auch und wie gesagt, auch seine eigene Mutter hat dieser Mann vergewaltigt. Und trotzdem wurde er für wert erachtet, in der Öffentlichkeit herumzulaufen. Warum? Weil er eben Gewichtheber war, weil er einerseits Gewichtheber war und da für den österreichischen Sport scheinbar als sehr wichtig angesehen worden ist. Zweitens eben, weil er eben für diese Pädophilenmafia tätig war, eben mit dieser Aussage in der Kindheit, mit dieser falschen Aussage, die er gemacht hatte, unter meinem Namen. Und deswegen war er wichtig und auch wichtig für den österreichischen Staat. Deswegen wurde er auch immer so besonders oder und auch bevorzugt behandelt und wird auch immer noch bevorzugt behandelt. Also das ist immer noch nicht vom Tisch, dass diese Alexandre D. meine Identität irgendwann übernimmt, denn es geht auch darum, in einem Verfahren, mit dem ich eigentlich so gar nichts zu tun habe. Der österreichische Staat, der versucht ja mich ständig zu diskreditieren, also jedes Mal mit diesen ganzen Scheinprozessen oder mich vor Gericht zu zerren wegen belangloser Sachen. Meistens sind es Scheinprozesse, andere Mal sind es wirkliche Begebenheiten, die aber so mit mir nichts zu tun haben. Und man will mich eben mit etwas anschuldigen. Und dieser Alexandre, der ist meines Wissens vor Gericht gegangen. Das war auch später als Erwachsener, hat sich als mich ausgegeben und hat sich für etwas schuldig bekannt, was ich so nicht getan hatte. Und deswegen ist das so wichtig für die Österreicher, für das österreichische Justizsystem. Deswegen wird auch immer und immer wieder freigelassen, dieser Psychopath. Und es spricht Wände über den Zustand des österreichischen Justizsystems und was da alles falsch läuft. Und eben in der dritten Klasse der Handelsschule habe ich dann zum ersten Mal erfahren, dass es so jemanden gibt, der scheinbar meine Identität übernimmt und dass er nicht nur der Einzige ist. Es hat auch von einer Mitschülerin, von der Fatma, der Vater hat auch noch meine Identität übernommen, der sich in der Öffentlichkeit als Adem Kirbas abgegeben hat. Also von dem war er auch von dieser Familie, die war ja auch immer bei uns in der Nähe oder seit ich erinnern kann, eben dort, wo wir in der Berglandstraße in St. Georgen gewohnt haben, war der immer in der Nähe und
Und es hat dann immer so ausgesehen, als ob er dort wohnen würde, als ob er mit den anderen dort wohnen würde. Das wird ja sehr oft so gemacht bei den Saids, also was man dann so sagen muss, was dann so Asylbetrug eigentlich ist, wo zum Beispiel Leute als Verwandte oder als Familie angegeben werden, die so nicht sind, nur aber man das macht, damit man eben einen Asylbescheid bekommt, weil einige Leute sind privilegiert, eben diese Nachfahren des Propheten Mohammed, egal ob man nun anzweifelt, ob das wirklich seine Nachfahren sind oder nicht, die sind ja in Türkei sowie in Österreich privilegiert. Und das führt ja dazu, dass weil sie privilegiert sind, da haben sie keinen Anspruch auf Asyl, weil Asyl, diese ganzen Asylverfahren, wenn sie natürlich auch richtig ablaufen, bei diesen Verfahren geht es ja darum herauszufinden, wer wirklich Asyl bedarf, wer wirklich Hilfe, humanitäre Hilfe bedarf und dergleichen. Und das sind ja nicht die Saids. Die Saids, eben diese Nachfahren des Propheten Mohammed, oder sag mal angeblichen Nachfahren des Propheten Mohammed, die sind ja privilegiert auch hier in der Türkei, wenn man ein Seyyid ist, wenn man ein angeblicher Nachfahre des Propheten Mohammed ist, bekommt man einfacher einen Job, man bezahlt zum Beispiel beim Bäcker bezahlt man nicht für das Brot, also die bekommen gratis Brot, also die haben schon eine spezielle Stellung. Ganz besonders im Schia-Islam sind sie ja sehr, sehr zentral. Also so oder so, die sind privilegiert. Und auch in Österreich, wenn man nur in die Politik schaut oder auch in den Schulen schaut, in der Universität schaut, da sind eben sehr viele Nachfahren des Propheten Mohammed und auch sehr viele Violetten, eben diese Nachfahren der Adelsfamilien und dergleichen. Also das spielt ja auch eine wichtige Rolle, wenn man so will. Immer noch spielt das eine wichtige Rolle. Und dort sind auch die anzusiedeln. Und normalerweise bekommt ja so jemand kein Asyl oder darf kein Asyl bekommen, weil das wäre ja Asylmissbrauch. Das wäre unfair den Leuten gegenüber, die wirklich Asyl bedürfen, die wirklich Hilfe bedürfen. Und ich weiß nicht, ob das immer funktioniert, aber normalerweise funktioniert das schon. Das ist wahrscheinlich auch das Einzige, was funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, die bleiben aber dann im Land, die bleiben dann in Österreich, diese Asylanten, und die treiben dann ihr Unwesen, wenn man so will. Und da ist eben dann die österreichische Staatsbürgerschaft heiß begehrt oder ein Aufenthaltstitel in Österreich. Und die sind dann auch bereit, über Leichen zu gehen, um diesen Aufenthaltstitel und alles zu bekommen. Und da habe ich eben erfahren, dass sie von einer Mitschülerin, von dieser Fatma, der Vater auch, dass dem es sehr wichtig war. Oder dass der erpicht darauf war, mein Leben auszulöschen, und auch das meine Eltern. Und stattdem eben sein eigenes zu wahren. Warum? Das ist natürlich diese Frage, wie kommt jemand nur dazu, auch nur daran zu denken, naja, jetzt darf man einfach da jemanden umbringen, seine Identität entnehmen oder entnehmen und dann selber leben. Ja, wiederum, es ist ja so dieser Glaube von diesen Saids, von diesen angeblichen Nachfahren des Propheten Mohammed, dass die etwas Besonderes sind oder dass die etwas Besseres sind als normale Menschen und dass die eine bevorzugte Behandlung verdienen und auch so dementsprechend handeln. Und die haben sich eben da so drauf festgeschworen und festgebissen, dass sie so weiterleben. Und hinzu kam, dass sie eben in der dritten Handelsschule mehr und mehr Leute erfahren haben, was da in der Schule, in der Volksschule
geschah. Also ich weiß wiederum nicht, wie die das mal gemacht haben, wer da geredet hat, aber mehr und mehr haben Leute dann da erfahren, also Mitschüler haben da erfahren, die Schule hat mehr und mehr gesprochen. Also meines Wissens war das durch ein Video, eben da dieses Video mit der Eva Lechner, mit dem Gerold Stadlober und mit dem Walter Aigner, eben dieses Video in der Volksschule, wo eben die Eva Lechner Sex hat mit diesen zwei Männern und ich dann in diesen Raum komme und die beiden Männer mit dem Messer verwunde. Dieses Video wurde scheinbar sehr viel und von sehr vielen Leuten gesehen. Und das hat dann die Runde gemacht. In der dritten Handelsschule hat dann jeder da dann von dem Video gewusst und die haben sich dann auch über die Lehrer dann lustig gemacht. Also es hat da scheinbar einige Vorfälle gegeben mit dem Gerold Stadlober, wo Schüler dann Witze darüber gemacht haben und dergleichen. Und auch mit dem Walter Aigner wurde das so gemacht und da hat es dann die Runde gemacht. Ja, warum, was ist da geschehen und wieso kam das dazu? Und da ist dann eben auch über diesen ganzen Missbrauch wurde da Sachen geschildert und da habe ich dann auch zum ersten Mal erfahren, dass eben damals schon Untersuchungen angestellt worden sind, also wie ich überlebe. Wie gesagt, ich bin ja ohne Bauchspeicheldrüse auf die Welt gekommen, brauche aber kein Insulin oder sonst irgendwas, um am Leben zu bleiben. Und das war eben, und das war und ist damals und so wie heute ein Mysterium für die Ärzte gewesen und ist ein Mysterium, wie lebt er und das ist eben alles heraufgekommen. Und da war der Gedanke, dass man eben herausfinden müsse, wie ich überlebe, wie schafft er es zu überleben, denn das würde das Heilmittel für Diabetes bedeuten, also Typ 1 Diabetes, also damit man eben schön diese Pädophilen auch heilen kann. Und dort ist eben so Diskussionen gegeben darüber, ob man eben an mir Experimente durchführen darf. Ob man eben, ich weiß nicht, also dass es scheinbar eine brutale Prozedur ist, also dass der Organ für Organ entnommen wird, scheinbar, und dann eben nachgesehen wird, wie mein Organismus funktioniert. Und das war eben dann später auch der Grund, warum einige der Meinung waren, dass ich auch getötet werden könnte oder dass man mir meine Organe entnehmen darf. Leute, und auch wiederum eben diese Vergewaltiger und Pädophile, die der Meinung waren, dass sie ein Recht darauf hätten, ein Recht auf meine Organe, ein Recht auf meine Niere, ein Recht auf mein Leben und alles. Und es ist eben da alles zusammengekommen, diese Anschuldigungen, und hinzu kam, dass eben diese Anschuldigungen, da war jemand, wie gesagt, den habe ich, ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, was da wirklich war. Da war eben jemand, von dem es geheißen hat, der eben Kindern und auch Frauen oder sonst anderen Menschen die Wangen abbeißt oder in die Wangen beißt. Also ich erinnere mich dunkel an einen Vorfall in meiner Kindheit, wo mir jemand in die Wange gebissen hat. Und wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war und ich kann mich auch schwer daran erinnern, aber so hat es eben so, es wurde eben so gesprochen darüber und da war eben dieser Verdacht oder ich wurde angeschuldigt, dass ich das bin. Und das war natürlich später, aber ich erfahren, dass die haben sehr wohl gewusst, dass ich das nicht bin, aber es war eben diese Leute, die wollten eben nur einen Grund haben, um mich irgendwie einzusperren und an mir Experimente durchzuführen. Darum ist es ja gegangen. Also diese Pädophilen in der Schule, die wollten das haben. Und noch zusätzlich ist dazu gekommen, dass von einem Mitschüler, also es war eben dieser Hüttl Fabian, der eben behauptet hatte, dass er der Sohn des
Besitzers der Malerei Hüttl ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber dieser Hüttl Fabian, der hat dann erfahren, dass seine, eben, der war, der spielte auch dahingehend eine wichtige Rolle, weil der eben Teil dieses Schemas war, dieses Schemas in der ersten Handelsschule, die eben da Migranten überführen, Migranten eben ködern mit Kindern, um sie dann der, von der Polizei irgendwie in Gewahrsam zu nehmen. Also der hat da schon eine Rolle gespielt, er und sein Bruder und noch jemand. Und die haben da eine wichtige Rolle gespielt, von dem, was ich da erzählt habe, das letzte Mal. Und eben in der dritten Klasse der Handelsschule hat dann er erfahren, dass sein Cousin, der eben dort auch Lehrer war, der dort eben Betriebswirtschaft und Rechnungswesenlehrer war, dass sein Cousin eigentlich nicht in Venezuela war, wie er behauptet hatte, sondern im Gefängnis wegen Kindesmissbrauch war. Und er hat da Nachforschungen angestellt, er hat Erkundigungen angestellt und er hat das herausgefunden und das hat ihn sehr belastet und darüber haben auch einige dann gesprochen oder es wurde in der Klasse darüber dann auch gesprochen über den Lehrer und den haben wir auch selber gehabt. Also ich habe den dann auch noch in der dritten, diesen Lehrer dann in der dritten Klasse. Wir alle haben den dann auch noch als Betriebswirtschaftslehrer gehabt und eben das wurde dann herausgefunden durch Zufall. Also, wie gesagt, durch Zufall haben wir das herausgefunden. Der hat dann angerufen, also der war wirklich bekannt und hinzu kam, dass dieser Lehrer noch in dem Dorf, wo er gelebt hat, über einer Hauptschule seine Wohnung gehabt hat. Also das auch noch, also das war ein verurteilter Sextäter, der nicht nur an der Schule dort unterrichtet hat, gleich neben dem Gymnasium, wo er 10- bis 14-jährige Kinder sind, sondern auch noch in seiner Heimatgemeinde in Oberpinzgau über einer Schule seine Wohnung hatte. Das auch noch. Also da wollte nicht nur Lehrer, also nicht nur Lehrer, sondern auch hat absichtlich die Nähe von Kindern gesucht. Also warum ist das wichtig? Weil sehr viele Pädophile und Vergewaltiger immer herkommen und sagen, ja, das war nur einmal und einmal ist man eben da schwach geworden. Aber warum sucht dann so jemand noch die Nähe von Kindern? Also der war Buchhalter oder hatte Betriebswirtschaft und Rechnungswesen gelernt, scheinbar im Gefängnis, auch wenn es geheißen hat, dass er ein Absolvent dieser Schule ist, der Handelsakademie ist. Nichtsdestotrotz hat er wahrscheinlich sein Wissen an der Ding sich angeeignet, im Gefängnis angeeignet. Und warum so jemand dann nach dem Gefängnis unbedingt die Nähe von Kindern sucht, Lehrer sein will und dann auch noch hinzukommt, dass er noch über der Schule lebt, das sind dann schon Sachen, wo man sagt, naja, es mag vielleicht sein, dass man einmal schwach war. Es mag vielleicht sein, dass man einmal, was auch geschehen war. Aber dass man danach noch absichtlich die Nähe von Kindern sucht, wo man eigentlich dann schon beweist, dass man nicht daraus Lehren gezogen hat, dass man es nicht verstanden hat, sich auch fernzuhalten und dergleichen. Das ist dann schon etwas, wo ich dann sage, da hört sich jedwedes Verständnis dann auf. Und der ist auch später, obwohl das in die Öffentlichkeit kam, der hat da noch ganz normal weiter unterrichtet und auch andere auch. Es hat ja generell in der Schule Lehrer gegeben, die haben keine Qualifikation oder sonst dergleichen gehabt. Aber jeder hat über das gewusst, was da scheinbar ist. Also es hat auch einen Lehrer gegeben, der Vizebürgermeister von Zell am See war.
Der war der Lehrer und auch der hatte ein Verhältnis mit einer Jüngeren gehabt und auch der wurde nicht von der Schule entlassen. Und auch andere Lehrer haben da offen, teilweise offen teilweise offen da deren perverse Neigungen ausgelebt und das ist auch vor den Augen anderer geschehen und man hat dagegen nichts machen können. Und eben das, und das ist dann alles zusammengekommen, das ist dann alles hervorgekommen und da war eben dieses Spannungsverhältnis in der dritten Klasse der Handelsschule und mehr habe ich auch dort erfahren, dass wir zu Hause eigentlich in der Wohnung, wo wir gelebt haben, in der Berglandstraße, dass die Wohnung verwanzt ist, dass da Leute uns abhören, dass die wissen, worüber wir reden, was wir da machen und was wir da sagen. Und dass das schon seit langem der Fall ist, dass wir schon seit langem wir abgehört werden, wahrscheinlich um uns wieder zu kontrollieren. Und ich habe dann später erfahren, Jahre später erfahren, dass das nicht der Einzelfall ist, also dass diese pädophilen Mafia am Land sehr viele Menschen eigentlich so bewacht, vor allem Opfer bewacht, deren Opfer bewacht, die Familien, deren Opfer bewacht, dort reinhört, also die belauscht und die überwacht und die auch verfolgt in dem Sinne. Also diese pädophilen Mafia in Österreich, die ist wirklich extrem gut organisiert, nicht nur am Land, sondern auch in Wien. In Wien habe ich auch immer wieder gesehen, in Wien später habe ich erfahren, dass sogar einige Politiker bis hin zu Bundeskanzlern, österreichische Bundeskanzler sogar verurteilte Pädophile waren, die ins Gefängnis gingen, aber trotzdem noch Bundeskanzler geworden sind. Und man das erfolgreich von der Öffentlichkeit fernhalten konnte. Das ist ja das Bemerkenswerte, was diese pädophilen Mafia alles geschafft hat. Also das ist ja unbegreiflich, wie man das alles machen kann. Oder auch dass die Söhne und die Kinder von Politikern aus der Schusslinie, aus eben dieser öffentlichen Schusslinie herausgenommen worden sind, dass man eben da keine Nachforschungen darüber anstellt, vor allem Nachforschungen in diesen Missbrauchszustände an österreichischen Schulen, dass es das alles verschleiert worden ist und dass man das erfolgreich verschleiern konnte. Und diese Größenordnung, in der sich das alles abgespielt hat, das ist ja noch etwas, was einen dann auch noch schwindlig macht, also dass das nicht nur einige wenige sind, sondern dass es weit verzweigt und weit verstrickt war und ist. Also bis zum heutigen Tag hat man ja das noch nicht völlig aufgelöst und dass die Medien in Österreich darüber nicht berichten und auch nicht berichten wollen, dass man darüber lieber den Mantel des Schweigens herumschlingen will oder aufhängen will oder das in den Mantel des Schweigens hüllen will. Und das ist dann alles hergekommen. Also na, das war schon eine Zeit, also wo ich mir auch so zum ersten Mal verstanden habe, wie gefährlich ich da lebe eigentlich. Das ist mir davor nicht bewusst geworden, obwohl ich immer wieder angegriffen worden bin. Aber dort habe ich zum ersten Mal, ist es mir bewusst geworden, ja, was ist da alles so geschehen, was geschieht um mich? Und ich habe auch so gemerkt, dass die Klasse, in der ich gegangen bin, diese Schüler, dass da auch bei denen falsche Identitäten verwendet worden waren, dass diese Identitätsmissbrauch in Österreich, dass der weite Zweige und weite Bahnen geschlagen hat. Und das alles auf einmal habe ich erfahren und ich habe dann auch begriffen, mehr und mehr, dass mein Leben und das Leben meiner Eltern in Gefahr ist und dass man dagegen etwas machen muss. Ich habe zwar versucht, aber ich habe dann wiederum wurde ich mit dieser Droge
hat man mir diese Droge verabreicht und das auch in diesem dritten Jahr der Handelsschule, wo man dann später einige Leute mich zum Helden erklärt hat, weil wegen dem, was da vorgefallen ist. Aber das, wie gesagt, als ein Held war ich nicht und bin ich auch nicht gewesen. Aber was da vorgefallen ist, war da Folgendes. Also, es ist am Anfang eben, wie das Schuljahr begonnen hat, hat es eben da vom Bertolt Posch und vom Harry Eder, hat es dann Hoffnungen gegeben. Also man hat es schon so gesehen, dass es Hoffnungen gegeben hat, dass ich womöglich verurteilt werden würde und dann ins Gefängnis gehen würde. Das hat sich dann aber nicht bewahrheitet. Ich weiß nicht, was da geschehen ist, was da wirklich war. Das hat sich nicht bewahrheitet und die waren dann alle außer sich. Es war auch dieser Moment, wo dann die Leute immer erfahren haben, dass ich kein Diabetes bin und dass es schwieriger ist, dadurch meine Identität zu übernehmen, weil ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber wenn du Diabetes hast, bekommst du eine Unterstützung von der Krankenkasse, also von der staatlichen Gesundheitsvorsorge, glaube ich, aber ich weiß es eben nicht. Und da haben sich eben einige die Hoffnungen gemacht und da haben sich schon einige schon in der Volksschule die Hoffnungen gemacht gehabt, mein Leben zu löschen und stattdem das jemand anderen der Leben zu geben oder jemand, von dem man geglaubt hat, dass dessen Leben mehr wert ist als das meine. Und die haben dann erfahren, dass ich kein Diabetes bin und so dazu Hass und sehr viel Spannungen geführt. Und dann hat es auch so innerhalb der Klasse Spannungen gegeben mit einem Schüler, den ich mehr und mehr sein wahres Gesicht gesehen habe. Das war eben dieser andere, der gestottert hat. Also wir waren zwei in der Klasse, die gestottert haben. Ich habe wirklich gestottert. Er hat nur gespielt. Also das war dieser Afghane oder der jedem gesagt hat, er wäre Afghane, aber der in Wirklichkeit Kurde, Türke war. Und der hat jedem da eben da gesagt, oder der hat immer so gestottert, der hat sich da voll drauf reingestellt. Und ich habe dann mehr und mehr auch so begriffen, also wenn du dann mit dem länger zusammen warst, einmal den ganzen Tag so zusammen warst, hast dann mehr und mehr gemerkt, ja, der stottert eigentlich nicht so. Oder wenn du selber stotterst, weißt du ja, dass du durchgehend stotterst, dass du durchgehend einige Wörter, vor allem Buchstaben, die aneinander kommen, dass du die nicht immer herausbekommst. Und ich habe dann mehr und mehr so gemerkt, na, bei dem ist das eigentlich nicht der Fall. Also es ist mir als merkwürdig aufgefallen. Und wir waren auch die einzigen zwei, die in der ganzen Schule gestottert hatten. Oder ich war eigentlich der Einzige, der in der ganzen Schule der Einzige in der Schule, der gestottert hat. Und ich habe mich auch damals so gefragt, ja, wen macht der nach oder wen spielt der nach, welche Identität, wessen Identität will der übernehmen? Und es hat sich dann mehr und mehr herausgestellt, dass auch dieser Junge da drin verwickelt war, darin involviert war, meine Identität zu übernehmen, vor allem mich zu liquidieren. Eben, am Anfang hat man noch gesagt, ich wäre ein Krimineller und ich müsste aus dem Verkehr gezogen werden. Später hat man dann gesagt, man muss an mir Experimente durchführen, eben um das Leben von anderen Menschen zu retten, um das Leben von Diabetikern zu retten. Und dergleichen, damit man herausfindet, wie eben meine Organe funktionieren, wie das sein kann, dass ich trotz fehlender Bauchspeicheldrüse keine Medikamente und kein Insulin brauche. Und da ist eben dann, ja, wir haben so, es ist eigentlich so, es ist eigentlich so angefangen, wie, also ich habe mit diesem Gobi, also der heißt Gobi, der aus Afghanistan oder der eben diese falsche Identität angenommen hatte, der hat Gobi geheißen und mit dem hat schon Spannung gegeben. Also ich habe ihn mehr und mehr gesehen, wer er wirklich ist und mehr und mehr ihn auch gehasst. Und dort, es hat auch Diskussionen gegeben. Also wir haben da in der Klasse darüber gesprochen und diskutiert.
kodiert, ob eben der Nachfahre oder der vermeintliche Nachfahre oder der angebliche Nachfahre des Propheten Mohammed, ob sein Leben mehr wert ist als das Leben eines normalen Menschen und dadurch eben ein normaler Mensch oder das Leben eines normalen Menschen unter Anführungszeichen, ob das Leben eines normalen Menschen für diesen Zeit geopfert werden kann. Also das war eine Diskussion in der Klasse. Ich kann mich erinnern, ja, ich habe mich halt versucht, da um Herz und Verstand zu reden, weil ich mehr und mehr verstanden habe, wie ernst die Lage ist. Ich habe ja bis zu diesem Punkt, weil ich es eben vergessen hatte, nicht ganz begriffen gehabt. Hatte es nicht ganz begriffen, wie ernst das alles ist, also wie sich die Schlinge um mich herumzieht, zuzieht. Und dann habe ich mich eben um Herz und Kragen geredet, habe ich da versucht, ins Gewissen dieser Leute zu reden, dass man so etwas nicht machen kann, dass wir im 21. Jahrhundert leben, dass das nicht mehr so ist, wo man einfach herkommen kann und sagen kann, ja, das Leben von einem ist mehr wert als das Leben eines anderen, dass das nicht geht, dass man so etwas nicht machen soll. Erfolglos am Ende. Am Ende erfolglos und da ist es eben zu Spannungen gekommen und ich kann mich erinnern, es ist da zu Spannungen gekommen und auch etwas zu Handgreiflichkeiten und dann ist eben an dem Tag, also da ist eigentlich so vorgegangen, also dieser Gobi, wir haben so, der hat auch begonnen, Taekwondo-Unterricht zu nehmen. Und wir haben so gegeneinander so Schaukampf gemacht und ich habe ihn absichtlich oder unabsichtlich getroffen. Und da waren einige und das ist ihm irgendwie übel durch den Strich gegangen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass in der gesamten Schule, damals in der gesamten Handelsschule, genauso wie in der gesamten Handelsakademie und im Gymnasium Kameras aufgestellt worden waren, heimliche Kameras in den Klassen. Das war ja noch nicht das Schlimme, die Klassen, sondern das Schlimme war, dass Kameras auch in den Klos aufgestellt worden sind. Vor allem im Gymnasium, bei den jungen Kindern im Mädchenklo waren Kameras aufgestellt. Das haben wir alles dann später erfahren. Und da eben gerate ich mit diesem Gobi aneinander. Ich treffe ihn etwas ungeschickt mit der Faust oder mit dem Fuß im Gesicht und in dem Augenblick kommt voller Wut oder nach einer gewissen Zeit später kommt eben voller Wut entbrannt dieser Gerold Stadlober hereingestürmt. Also dieser Gerold Stadlober eben, das war nachdem die ganze Schule sein Video gesehen, eben dieses Video gesehen hat, wo er Sex, Geschlechtsverkehr oder einfach einen Porno mit Eva Lechner gemacht hatte. Und bei dem Porno er und Walter Eigner verletzt worden waren und dieses Video ist eben hat eben in der ganzen Schule kursiert, dass es ein Lehrer ist und dass der das macht und da war eben wütend und der kommt hinein gestürmt, schreit mich an, ja, du hast den Gobi tätlich angegriffen, nimm dein Messer hervor und versucht mich abzustechen. Also ich habe damals einen Sessel dagegen gehalten, also der hat die Unterseite des Sessels getroffen, aber der hat das Messer herausgezückt gehabt und der war erpicht darauf, mich abzustechen. Und das war nicht das einzige Mal, wo der versucht hat, mich umzubringen und auch nicht das letzte Mal. Und so ist eben dann die Gewaltspirale losgegangen. Und da waren dann Lehrer, die dann vor die Tür gekommen sind. Eben da war dieser Hartwig Z, sein Namen kann ich nicht sagen, weil der heißt wirklich so. Also Hartwig Z
war dort, Bertolt Posch war dort, also dann war auch der Fischer dort. Also viele Lehrer waren dort, die willens waren, mich dort zu lynchen, mich dort umzubringen. Und ich habe das nur mit Haaresbreite überlebt. Das war eine schwierige Zeit. Also das war sehr knapp, habe ich das alles überlebt.